Die ersten 1000 Tage im Leben prägen den Menschen wie keine andere Phase. In der Schwangerschaft, in den ersten beiden Lebensjahren, werden die Weichen gestellt. Für ein gesundes Leben oder aber für das Risiko, zum Beispiel an Allergien, an Übergewicht oder an Diabetes zu erkranken. Darüber ist die Wissenschaft sich inzwischen einig. Und deshalb wollen und müssen wir darüber reden. Wir müssen aufklären, informieren, sprechen, insbesondere mit Schwangeren und ihrem Umfeld. Aber auch alle anderen müssen mit ins Boot. Die Eltern, Hebammen, Ärzte, Erzieher. Wir wollen mit den Betroffenen darüber sprechen, was die Politik tatsächlich tun kann und auch tun muss. Wir können etwas tun im Bereich der Forschung, diese verstärken. Wir können helfen, Ernährungsbildung zu vermitteln durch Unterstützung von Kindertagesstätten und Schulen. Wir können natürlich auch schon Schwangere dabei unterstützen, sich zum Beispiel für das Stillen zu entscheiden und entsprechende Impulse über Krankenversicherungen etc. zu setzen. Am Ende gibt es ein Bündel an Maßnahmen, das in Frage kommt. Was am Ende die richtigen Maßnahmen sind, darüber wollen wir sprechen.